Fang du an. Okay. Hallo, ich bin der Patrick. Ich bin 26 Jahre alt, ich werde am Freitag 27, komme aus München, habe dort eine Schreinerausbildung gemacht und ein paar Jahre als Schreiner gearbeitet und bin jetzt im dritten Semester an der Angewandten, studiere Bühnenbild. Ich bin Anna, ich bin 25, glaube ich, ja, ich bin 25 und ich komme auch aus München und bin jetzt seit 2012 hier. Vorher habe ich Fotografie an der Angewandten studiert und jetzt studiere ich Bühnenbild hier. Heißt Anna Fiebrock und bin Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, auch Regisseurin seit einigen Jahren und bin seit 2 Jahren ungefähr, also jetzt im 5. Semester hier, Professorin an der Akademie für Bildende Künste. Ich komme einfach aus einem Haushalt, wo es um Literatur ging, auch um Kunst, also hatte Künstler in der Familie und Literaturmenschen und so. Und da war das irgendwie, da bin ich natürlich mit Kultur oder so im weitesten Sinne aufgewachsen, aber Theatermensch gab es da nicht. Und wahrscheinlich war da eher ziemlich schüchtern und habe immer gedacht, ich würde gern was mit Theater machen, habe auch ziemlich viel gesehen und war aber auch wahnsinnig kritisch, fand immer alles, also Ausstattung fand ich auch echt immer ziemlich scheußlich oft oder sehr oft, sagen wir mal. Und fand eigentlich die Kombination damals noch aus Literatur und Bildnerkunst irgendwie schön. Ja, wie ich schon erzählt habe, ich habe ziemlich lange in der Werkstatt gearbeitet und es war am Ende nicht mehr wirklich so motivierend. Es war so ziemlich der gleiche Arbeitsalltag irgendwie, Tag ein, Tag aus. Also kreative Arbeit hat mir irgendwie gefehlt und dadurch, dass ich dann nach Wien gekommen bin und ich mich quasi auch so ein bisschen neu orientieren konnte oder mich neu orientieren wollte und das auch getan habe, wollte ich in was Kreatives irgendwie reingehen auch, wo einfach mehr Freiheit drin liegt. Und da ich halt den praktischen Bezug zum Handwerk irgendwie schon hatte und mir dachte, das könnte in der Hinsicht irgendwie ganz vorteilhaft sein, habe ich mir halt das Bühnenbild überlegt. Ich habe vorher ja Fotografie studiert und das war dann irgendwann so, dass es mehr ins Installative gegangen ist von den Arbeiten her und es mehr ins Räumliche einfach ging und mich das Räumliche mehr interessiert hat als das Flache irgendwie. Und dann wollte ich auch ganz dringend raus aus der Klasse und deswegen habe ich mich auch an der Akademie beworben, weil ich nicht nochmal in der Angewandten bleiben wollte, also ja. Wie geht ihr an einen Entwurf heran? Also was sind die ersten Schritte? Ja, also ich meine, es kommt total darauf an, ob es eine Oper ist, ob es ein Theaterstück ist oder ein Projekt. Und ich meine, das, sagen wir mal so, das für mich war natürlich das Schönste fast, neben all dem, ich finde immer ganz schön, auch abwechselnd Oper und Schauspiel, das sind so ganz verschiedene Genres, aber auch Zustände an den jeweiligen Häusern so. Halt einfach irre, wenn Sänger kommen und können schon die Partie singen, da ist es eigentlich manchmal unglaublich toll auf Proben. Beim Schauspiel wird da viel mehr gegrübelt und so und beim Martaler, beim Projekten wird eigentlich erstmal hauptsächlich gesungen und man weiß eigentlich noch gar nichts. Es war bei uns bis jetzt nicht so, dass wir ein bestimmtes Stück hatten, einen bestimmten Raum und dazu mussten wir uns dann einen Entwurf oder ein Modell bauen, weil es war bis jetzt eigentlich sehr frei. Ich studiere jetzt bin jetzt im dritten Jahr und es war die ersten 2 Jahre eigentlich sehr frei gedacht und nicht nur auf Modellbau oder Kostüm, sondern teilweise mehr ins Performative oder ja, eben sehr frei. Man hat relativ viele Freiheiten bei uns auch in der Uni, aber man geht da bei uns eher in so einem traditionellen Sinn eigentlich wirklich ran. Also so wie man sucht sich ein Haus irgendwie und es ist auch relativ modellbaulastig eigentlich, aber es ergänzt sich dann trotzdem irgendwie ganz gut wieder mit der kreativen Recherche, die man irgendwie für sich selbst irgendwie leistet. Und es verschmilzt dann eine dann doch auch wieder zu einem schönen, eigentlich auch oft ziemlich freien Projekt irgendwie, aber es ist dann schon mehr an das Handwerkliche irgendwie auch so wirklich gebunden. Welche Rolle spielt das Modell im Entwerfen? Ja, das spielt bei mir eine große Rolle. Also es gibt heute auch Bühnenbildner, die keine mehr machen. Aber ich finde, also weil ich halt doch ziemlich architektonische Sachen mache, manchmal Dinge, die ich selber gar nicht so, die kann ich erstmal gar nicht zeichnen oder so. Also so bestimmte Dinge, wo was übereinander, so hybride Geschichten und so. Und da mache ich erstmal immer so ein Weißmodell, so ein 1:50.
Und dann macht man meistens, also 1 zu 25, weil 1 zu 20 habe ich früher auch oft gemacht, aber das ist, man muss es ja auch transportieren. Das ist dann bei Bühnen, das ist dann halt riesig, bei Opernhäusern zum Beispiel. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben bis jetzt nur ein Modell gebaut und das war eigentlich ein Betonklotz mit Wasser drin und ich weiß nicht, ob man das als Modell werten kann, aber... Also um das Ganze vielleicht irgendwie in so einen doch realistischen Rahmen dann irgendwie auch zu bringen, ist schon so, dass von uns quasi verlangt wird irgendwie, dass wir uns eben ein Theater aussuchen. Das können wir entweder selbst bestimmen oder es gibt gewisse Vorschläge irgendwie von Bernhard irgendwie jetzt zum Beispiel. Und es gibt meistens irgendwie, um es jetzt so ganz trocken abzuarbeiten, halt drei Maßstäbe oder so, die man sich, zwischen denen man wählen kann. Und man entscheidet sich halt dann für den erstmal vielleicht so, wie man am besten selbst baut irgendwie. Also von der Größe her, weil da spielt ja das eigene Gefühl auch nochmal eine große Rolle. Und ja, so. Also das Modell ist schon wichtig bei uns. Kann Bühnenbild im Vergleich zur Architektur provokativer sein, weil es irgendwie passiver benutzt wird als Architektur? Wie warum passiver? Weil Architektur irgendwie doch über einen längeren Zeitraum intensiver genutzt wird als ein ästhetisch ansprechendes. Ja, also natürlich darf man in der Architektur nichts machen, was irgendwie eine unheimliche oder eine seltsame Atmosphäre hat. Da will ja keiner wahrscheinlich drin wohnen, vermutlich. Und es ist ja im Grunde so, ein Bühnenbild soll im Grunde noch auch eine Atmosphäre für ein Stück liefern. Und da kann man ziemlich weit gehen. Und auch die Frage, dass man was Neues baut, was eigentlich ein bisschen schon, wo man so behauptet, das gibt's schon lange. Das mache ich halt gern weil da kann man, gibt's natürlich schöne Methoden, so auch Patina herzustellen oder überhaupt Geschichte zu zeigen im Bühnenbild, was natürlich ein Fake ist und, also wie früher diese, im Barock die Techniken wie Trompe-l'œil, also das sind ja diese Täuschungen, ist das eigentlich eine heutige Art von, oder jetzt zum Beispiel von mir benutzte Art zu täuschen, dass die Leute denken, dass der Ort, den sie da sehen, den gibt schon ganz lange. Also ich glaube, dass man im Bühnenbild, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt mit Architektur nicht so gut aus, aber ich glaube, dass man im Bühnenbild einfach auf einem großen Feld bewegt irgendwie, wo man ganz viele auch Emotionen irgendwie und Eindrücke dem Zuschauer irgendwie entgegenschleudern kann. Also ob es jetzt Provokation ist oder vielleicht eher auch sowas wie, dass man jemanden verwirrt oder jemanden irgendwie eine Erfahrung schenken will oder so. Also ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Sachen, aber es muss jetzt nicht unbedingt Provokation sein. Also ich will nicht unbedingt provozieren. Nee, ich glaube auch, das ist eher... Das ist vielleicht, dass man jemanden den Boden unter den Füßen wegzieht und ihn in eine neue Situation reinbringt. Wollt ihr noch was erzählen? Würdet ihr in naher Zukunft oder in Zukunft Architektur studieren wollen oder mehr mit Architektur zu tun? Ich schon, tatsächlich. Ja. Okay. Also es interessiert mich immer mehr, weil ich irgendwie es so satt geworden bin, da irgendeine Geschichte erzählen zu wollen oder da... Denken die Leute immer gleich, wenn man Bühnenbild studiert, dann muss das irgendwie so, das ist alles so symbollastig und ich glaube, mich interessieren Räume, die irgendwie... So für sich sprechen. Ja, okay, ja. Und auch so eine, vielleicht so eine Funktion irgendwie einfach nur haben. Mhm. Oder, ja, also ich würde es nicht ausschließen. Ja. Nicht, dass ich was gegen das Studium hätte.